Naming a car company after yourself is fine if you're called Ferrari or Pagani or Lamborghini or even Morgan. It's not such a good idea if your last name is something stupid like Shufflebottom or Death. Unfortunately, this is advice that was ignored by a German man called Roland Gumpert. And here is the result, the Gumpert Apollo S. However, despite the stupid name, when this strange-looking car came to our test track, it lapped quicker than anything, including the original Veyron. But then that's not entirely surprising when you learn that it's basically a racing car with headlights and a twin-turbo Audi V8 that in basic tune makes 650 horsepower. That's enough for 0-60 in less than 3 seconds and a top speed of 223. Better yet, there's the option to tweak it up to 800 horsepower, and plans are afoot to launch a version with 1,000 horsepower. So that's the Gumpert Apollo. Silly name, serious car. Der Apollo S war die Idee des Motorsportveteranen Roland Gumpert. Während seiner Zeit als Chef von Audi Sport gewann das Team 25 Rallye-Läufe und 4 Rallye-Weltmeisterschaften. Die einzigartige Form des Apollo, sein Carbon-Unterboden und der Heckdiffusor helfen dabei, den Abtrieb und die Aerodynamik zu maximieren. Die unzähligen Lufteinlässe leiten kühle Luft zum Motor und zu den Bremsen. Aus Sicherheitsgründen befindet sich vorne eine Crashbox im F1-Stil. Diese ist direkt am Rahmen befestigt und absorbiert die Aufprallenergie durch ihre geriffelte, kartonähnliche Struktur. Der Gumpert Apollo S ist mit 19 Zoll Felgen aus einer Aluminiumlegierung und geschlitzten Bremsscheiben ausgestattet. Das Sportaufhängungspaket enthält ein pneumatisches System, um den Wagen anzuheben. Lufthydraulische Wagenheber findet man sonst nur in reinrassigen Rennwagen, wo sie dem schnellen Reifenwechsel dienen. Der 4,2 Liter Twin Turbo V8 Motor leistet 701 PS. Damit beschleunigt der Wagen von 0 auf 100 in unter 4 Sekunden und erreicht eine Geschwindigkeit von 322 Stundenkilometer. Der Apollo bietet als einzigen verfügbaren Stauraum nur ein um die 1 Kubikmeter großes Fach im Motorraum. Durch die Nähe zur Auspuffanlage besteht jedoch das Risiko, dass sich die Ladung erhitzt. Der Innenraum befindet sich in einer Carbon-Sicherheitszelle, die weniger als 25 Kilo wiegt und Sitzschalen anstelle von traditionellen Sitzen enthält. Das Rennlenkrad ist für leichten Ein- und Ausstieg abnehmbar. Der hinterradgetriebene Gumpert Apollo S enthält ein sequentielles 6-Gang-Getriebe. Der Apollo enthält mehrere Audi-Teile, einschließlich der Lufteinlässe und der Schalter im Innenraum. Daher konnte sich das Gumpert-Team auf Höchstleistung des Wagens und Turbolader des Motors auf Audi-Basis konzentrieren.